zum Test wie gesehen, habe ich einen normalen Stab genommen, einen Putzstab, den auch jeder sollte daheim haben. Oder ich habe einfach einen normalen Stecken, wo euer Partner oder das Kind sogar, ich könnte es auch spielerisch machen, einfach so gerade heben. Ich tue jetzt mal hier auf die Wand anlehnen. Der Test sieht so aus. Ziel ist, dass ihr euch so positionieren könnt, oder den Stecken so positionieren könnt, dass der Stecken genau in der Mitte zwischen dem Knie und dem Hüftgelenk kommt. Okay? Etwa da würde ich sagen. Ich glaube, ich habe mich nicht schlecht positioniert. So, dann haben wir das Hüftgelenk. Mitte führen, das Stecken nimmt. Okay? Das heisst, jetzt, ich liege normal an, meine Handflächen liegen am Boden. Das Ziel ist, dass ich mit beiden Füßen mit den Fersen über die Linie komme. Sobald ich nicht überkomme, ist man verkürzt. Und dann muss man Übungen machen, um das wieder etwas lockern. Also funktioniert der Test einbeinig, gar nicht hoch, gestreckt. Dorsalflex gegen mich, okay, Fußspitze gegen mich, immer angespannt, das heisst 90 Grad davor. Mit dem anderen Bein klebe ich am Boden. Also, positionieren wir uns mal. Das ist etwa die Mitte, würde ich sagen. So, Handflächen sind flach am Boden. Und jetzt muss ich so hoch wie möglich kommen. Das heisst, wenn jetzt jemand so weit kommt, ist er verkürzt. Das Ziel ist wirklich, dass er da drüber kommt, wie ihr seht. Okay. Das heisst, bei mir ist der Hamstring nicht verkürzt, der ist bestanden und retour. Wichtig ist, dass er wirklich in der Mitte ist, zwischen der Hüfte und Knie. So leicht bin ich schon lange durchgekommen. Ich schaue jetzt etwas strenger an, was da genau läuft. Ja, das ist vielleicht extra noch etwas tiefer, aber wichtig, mit dem unteren Knie am Boden sein. Okay? Gestreckt bleiben. Rechte Knie bleibt oben. Gut, Test 1 verstanden. Test 2 ebenfalls verstanden. So, das wäre mal der erste Test. Probiert es die Haie aus, sind streng mit euch selber. Correctives-Übungen, die kommen ebenfalls. Also, probiert es mal aus.